So, jetzt der zweite Teil. Warum gilt das Hebelgesetz? Ich mache mal Pause, ich mache mal die Überschrift nochmal extra. So, die Überschrift ist da. Also gilt das Hebelgesetz auch für Massenvergleich? Kann man das wirklich so machen oder ist das ein Trugschluss? Wenn man von der Praxis ausgeht, warum funktioniert eine Waage? Und zwar eine Balkenwaage. Warum funktioniert die? Warum? Denn da vergleiche ich auch Massen. Warum geht das? Ganz einfach. Wir haben uns die Formel nochmal angeguckt. F1 mal L1 gleich F2 mal L2. Und wir haben Folgendes überlegt. F ist doch M mal A. Das heißt, Kraft ist Masse mal Beschleunigung. Hier im Spezialfall, die Gewichtskraft ist gleich Masse mal Erdbeschleunigung. Na gut, dann setzen wir es doch dafür ein. Das heißt also, diese Formel hier, die haben wir hier ersatzweise auf beiden Seiten eingesetzt. Geht denn das? Jo, und dann steht da einfach F1, also statt F1 schreibe ich M1 mal G, ne, die Erdbeschleunigung, mal L1, das kann ich abschreiben. F2 wäre M2 mal G, mal L2, das L2 kann ich wieder abschreiben. Und wenn ich jetzt durch G teile, durch die Erdbeschleunigung, denn die gilt auf beiden Seiten gleich, die ist gleich, da gibt es kein G1 und kein G2, sondern die ist hier auf der Erde für beide Hebel gleich konstant, weil wir auf einer Ebene liegen, ja, dann sieht die neue Formel wirklich wieder so aus, dass ich sage, na gut, dann kann ich sagen, M1 mal L1 ist gleich M2 mal L2. Und jetzt wird es leicht, jetzt kann ich in diese Formel die entsprechenden Größen einsetzen. Ich kann also sagen, M1 hier, das ist M1, meine 20 Gramm, die waren ganz sicher. Also 20 Gramm und jetzt mal den dazugehörigen Hebel, 26,9 cm, ist gleich M2, was wir noch nicht wissen, in Masse der Pappschachtel, mal 23,1 cm. Hier stört 23,1 cm, also durch die 23,1 cm teilen. Und wir haben rausbekommen, 23,29 Gramm ist die Schachtel, hat die Schachtel an Masse. 23,29 Gramm ist M2, also die Schachtelmasse. Also Schachtelmasse sind diese 23,29 Gramm. Achtung, für unseren Versuch, ich gehe nochmal hier oben drauf ein, für unseren Versuch stimmt das aber nicht, denn es kommen noch korrekterweise 0,15 Gramm dazu. Denn die Kugel steckte da drin und die wurde auch mit hierhin bewegt. Also hier dieses Kügelchen traf hier auf und hat sich mit Schachtel hierhin bewegt. Und dann werden wir mal sehen, was dabei rauskam. Also müssen wir sagen, Masse der Schachtel Rho, das war also, Moment, ich schreibe es mal hin, Rho. Und dann die neue Masse der Schachtel ist dann, was hat man gesagt, 23,29 Gramm. Also hier ist die Masse der Schachtel, oh, ich mache es mal blau, das fällt besser auf. Schachtelmasse. Nicht Spachtelmasse, sondern Schachtelmasse. 23,29 Gramm plus 0,15 Gramm. Diesen Wert brauchen wir dann. Hier war die Schachtelmasse nur 23,29 Gramm. Schachtelmasse vorher, also vor dem Auftreffen des Geschosses. Aber darauf kommt es ja nicht an, sondern wir haben ja überlegt, wird das ganze Ding angehoben. Also vorher waren es 23,29 Gramm ohne Kugel. Mit Kugel dann 0,15 Gramm mehr. So, jetzt kommen wir zum dritten Problem. Jetzt haben wir gesagt, okay, das haben wir bestimmt hier. Man kann also auch durch hin und her schieben, also hin und her rollen der Unterlage, also dieses Stativstabes, weil der so schön rund ist, rollt der sehr gut und weil er sehr fest ist, kann man davon ausgehen, dass sich hier auch nichts irgendwie durch irgendwelche Reibungsarten verdirbt an Messungen. Also haben wir gesagt, gut, dann haben wir eine Balkenwaage eben mit unterschiedlichen Hebeln und haben genau die Hebellänge ablesen können. Das war der Vorteil dabei. Ich schließe das Video mal an dieser Stelle ab und wir kommen dann später auf im nächsten Video letzten Endes auf den eigentlichen Versuch.